Herzzerreißend, als Horst Lichters eigenes Zuhause zum Ort wurde, an dem diese Familie ihre Lieben verlor. Die Unterhaltungswelt beschert uns oft viele schöne Erinnerungen und Aufregung mit berühmten Namen. Allerdings gibt es auch Zeiten der Trauer und des Kummers, in denen wir die Nachricht vom Verlust eines geliebten Menschen mitteilen müssen. Heute teilen wir unser Herz zutiefst. Horst Lichter, eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Unterhaltungsindustrie, ist in seinem eigenen Zuhause verstorben. Horst Lichter ist TV-Fans in Deutschland ein bekannter Name. Er ist ein talentierter Koch und außerdem ein berühmter MC mit einem einzigartigen Sinn für Humor. Das Leben von Horst Lichter hat viele Ereignisse erlebt, von Höhen und Tiefen in seiner Karriere bis hin zu bedeutungsvollen Momenten in seinem Privatleben. Horst Lichter hat den Höhepunkt seiner Koch- und Fernsehkarriere erreicht. Mit Kreativität und Leidenschaft hat er viele einzigartige Kochprogramme und seinen eigenen Stil kreiert. Es wird erwartet, dass seine Zukunft sehr rosig sein wird und die Fans freuen sich auf die nächsten interessanten Projekte. Neben seiner berühmten Karriere hat Horst Lichter auch ein schönes Familienleben. Er ist ein hingebungsvoller Ehemann und Vater, der sich in kostbaren Momenten immer Zeit für seine Familie nimmt. Seine Liebe zu seinen Lieben bleibt immer in ihren Herzen. Der Verlust eines geliebten Menschen ist immer ein tiefer Schmerz. Horst Lichter verstarb in seinem Haus und hinterließ eine große Lücke in den Herzen seiner Familie und seiner Lieben. Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod machte Fans und die deutsche Unterhaltungsszene traurig. Der Tod von Horst Lichter wurde von Fans und Kollegen zutiefst betrauert. Teilen und Komplimente überschwemmen soziale Netzwerke und Medien und drücken Respekt und Zuneigung für diesen talentierten Mann aus. Die letzte Reise von Horst Lichter ist gekommen. Seine Familie und seine Lieben stehen vor einer schwierigen und traurigen Tortur. Alle, die ihn lieben, teilen diesen Schmerz und senden seiner Familie Glückwünsche und ermutigende Worte. Horst Lichter wird für immer ein fester Bestandteil der Unterhaltungsindustrie und ein liebgewonnener Mensch in den Herzen seiner Fans sein. Die Erinnerungen und Spuren, die er in seinem Leben und seiner Karriere hinterlassen hat, werden für immer bleiben. Erinnern wir uns und ehren wir ihn durch seine wertvollen Werke und Erinnerungen. In traurigen Zeiten wie diesen gedenken wir Horst Lichter mit Zuneigung und Ehrfurcht. Er ist ein großes Talent und ein Mann mit einem warmen Herzen. Sein Verlust hinterließ eine große Lücke in der Unterhaltungsindustrie und in den Herzen derer, die ihn liebten. Wir hoffen, dass er in Frieden und Ruhe ruht und dass seine Erinnerungen immer weiterleben. Als Teil der Entertainment- und Fan-Community stellen wir uns gemeinsam den Herausforderungen und Nöten des Lebens. Lasst uns unsere Lieben immer wertschätzen und talentierte Künstler in der Unterhaltungsbranche respektieren. Der Verlust von Horst Lichter ist ein Ausdruck der Enttäuschung, aber auch eine Gelegenheit, uns an ihn zu erinnern und unsere Gefühle. When We Last Spoke, sorti en 2019. Non seulement sa carrière d'actrice est de retour, mais il semble qu'elle s'élargisse à ses horizons. Elle a commencé à produire des films, en commençant par le court-métrage One Smart Fellow en 2015. Elle a ensuite produit les téléfilms Ténure en 2017. En 2019, elle a produit le long-métrage Guest Artist, basé sur la pièce originale de l'acteur Jeff Daniels. Elle a également pris soin d'elle-même et a inspiré les autres à faire de même. Elle passe beaucoup de temps dans sa ferme à New York, qu'elle considère comme la petite maison dans les Catskills. Ici, elle peut passer du temps dans la nature et avec ses animaux de la ferme. Cela lui donne également la possibilité de faire de l'exercice pour prendre soin de sa santé. Ces dernières années, elle avait de sérieux problèmes de dos. Elle a ressenti une douleur intense et incessante et a dû subir 4 chirurgies de la colonne vertébrale pour que la douleur cesse enfin. Elle a également passé du temps à conseiller de nombreuses femmes qui ont eu des relations tumultueuses. Elle a aidé de nombreuses personnes à échapper aux béquilles de la consommation d'alcool et de drogue. Elle semble beaucoup plus heureuse dans sa vie maintenant, et elle est prête à continuer à nous divertir pour les années à venir.
mais on se souviendra peut-être toujours d'elle pour son rôle de Laura Ingalls Wilder dans La Petite Maison dans la Prairie. Et c'est quelque chose dont elle ne se sent pas mal. Dans une interview de 2020 sur sa vie et sa carrière, elle a expliqué au journaliste Mo Rocca pourquoi l'émission compte toujours autant pour les Américains, des décennies plus tard. Elle a expliqué comment la série rappelle toujours aux Américains une période plus simple et plus heureuse de l'histoire du pays. L'émission a fait ses débuts en 1974, alors que l'Amérique connaissait une crise pétrolière ainsi qu'une récession. Pour couronner le tout, il y a eu aussi le scandale du Watergate. Au milieu de ces moments difficiles, les gens veulent regarder quelque chose qui leur fait oublier leurs problèmes. C'est ce que La Petite Maison à la Prairie a fait pour le public américain. La série de romans a été adaptée en une émission.